Lesen Sie weiter. Der Hänger war ein Weihnachtsgeschenk für einen kleinen Traktorfan und erfüllte voll und ganz die Erwartungen. Typisch Sico halt. Originalgetreu und hochwertig. Leider mussten wir den zuerst erhaltenen Anhänger zurückschicken. Bei diesem war der Schalter für die Endpunktkontrolle defekt. Dieser war von Anfang an komplett reingedrückt und der Anhänger versuchte ständig weiter reinzufahren. Da der Anhänger original verpackt war, gehe ich von einem werkseitigen Fehler aus. Von Sico hätte ich da mehr erwartet. Der Umtausch lief wie von Amazon gewohnt problemlos und der zweite Anhänger läuft ohne Probleme. Das Ab- und Aufsetzen der Mulde geht einwandfrei vonstatten, auch mit reichlich Zuladung. Mein Sohn hat sich dazu noch von einem Drittanbieter den Aufsatz für Holzstämme gekauft. Auch wenn dieser voll mit Holz beladen ist, gibt es keinerlei Probleme. Meine Befürchtung, dass die Batterien des Traktors unter dem ständigen Aufabsetzen leider bzw. schnell leer werden, bestätigte sich nicht. Wenn man also einen funktionierenden Anhänger geliefert bekommt, ist das meiner Meinung nach ein schönes Spielzeug, mit dem unser 7-jähriger Sohn prima klarkommt. Konnte den Anhänger zum reduzierten Preis erwerben, da ein kleiner Makel vorhanden war. Hatte anfangs ein Problem mit dem Anschluss am Zugfahrzeug. Hat sich aber alles in Wohlgefallen aufgelöst und jetzt bin ich froh, das Teil im Bestand zu haben. Mit dem Kabel einfach an den Sico-Traktor anschließen und schon geht der Spielspaß los. Der Hänger wird beladen, kann seine Ladung per Fernbedienung wieder abklippen und natürlich funktioniert auch die Beleuchtung. Tolle Qualität, wie wir es von Sico gewöhnt sind. Der Anhänger funktioniert tadellos an dem RC Johnny von Sico. Den ersten Anhänger mussten wir leider umtauschen, da die Hebeschiene ab und zu geknatschert und geruckelt hat. Der Austausch über Amazon ging aber wie üblich sauber über die Bühne, der Ersatzanhänger läuft und läuft und läuft. Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Hänger, den Sico für Control rausgebracht hat. Es ist der Hänger mit den meisten Einsatzmöglichkeiten. Bei verschiedenen Shops findet man diverse Aufsätze, Mulden, Container, mit denen dann nicht nur Schüttgüter, sondern auch Fahrzeuge und Holz gefahren werden kann. Das gibt wieder viele neue Möglichkeiten, um mit Sico Control einen forst- und landwirtschaftlichen Arbeitsalltag nachzuspielen. Zum Hänger selber, er ist vollautomatisch, besitzt aber keinen separaten Akku, er wird mit dem am Hänger befindenden Datenkabel mit dem passenden Sico Control Traktor verbunden. Die Mulde, Container, kann dann über eine Fernbedienung elektrisch abgesetzt und auch wieder aufgenommen werden. Wie auch bei anderen Hängern von Sico Control ist auch hier Licht sowie Blinker links und rechts ein- und ausschaltbar. Der Anhänger in Kombi mit meinem Fendt 933 Traktor ist eine sehr gelungene Sache. Es ist richtig spannend, damit zu spielen und die Steuerung über den Kabelanschluss zum Traktor ist sehr gelungen. Da kann man noch richtig was lernen beim Rückwärtsfahren, und wenn man dann noch von vorne drauf schaut und man doppelt umdenken muss, ist das richtiges Training für die grauen Zellen. Minus, was einzig etwas nervt ist, dass zumindest bei der Control-App, habe keine andere Fernsteuerung, nach dem Verb. So passiert es leicht, dass man ungewollt den Anhänger verliert oder am Kabel nachschleppt. Sehr zu empfehlen, Nizen-Akkus mit erstem 6-Volt-Spannung. Die liefern die richtige Power für diesen recht schweren Anhänger. Einer der besten Anhänger von Sico Control. Man kann mehrere Mulden nutzen und diese im Wechsel auf- und abladen. Die Mulden lassen sich erweitern über Angebote im Internet. Der Anhänger ist mit seinen drei Achsen sehr groß.
Auf- und Abladen der Mulde funktioniert sehr eindrucksvoll. Würde ich wieder kaufen. Nachteil, der Blinker ist bei meinem Modell nicht harmonisch mit dem Traktor. Damit kann ich aber leben. Das ist ein super Anhänger, Funktionalität ist einfach nur klasse. Ich habe den Frontlader von Hyundai 6777 von Sico Control. Ich bin einfach nur begeistert. Wenn der Anhänger an einem Einsteiger Sico Control Traktor betrieben wird, ist leider die Blinkfunktion nicht nutzbar. Die Kippfunktion ist dann auch nicht ganz proportional, sondern eher in festen Stufen. Mit der großen Control-Fernbedienung ist er dann noch besser. Click link in description for more reviews. Thanks for your watching.